Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle Remastered für die PlayStation 4. Nochmal ganz kurz hier. Das gilt übrigens auch für die Item-Sounds. Die sind dann hier auch pixelig, während sie hier nicht pixelig sind. So, im letzten Mal haben wir das Spiel begonnen und haben hier... Ja, Ed hat hier große Scheiße gebaut. Das ist es. Sie sind oben. Sie sind oben. Bist du dir da sicher? So. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Hier, genau, da das Papier. Das will ich haben. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die hieß er noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard... Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. So. Jetzt muss ich mal kurz rausfinden, wie kann man denn hier switchen? Geht es einfach hier? So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Ja. Holt mich hier runter! Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Das könnte ein Tipp sein. Müssen wir etwa in der Vergangenheit oder in der Gegenwart dafür sorgen, dass dieser Baum niemals wächst? Jetzt geben wir erstmal... Nee. Ach, gibt's irgendwie einen Schnellbutton fürs Inventar? Ah, Tatsache. So, das Help Wanted Schild. Würde ich gern erstmal... Okay, ich hab's weggespült. Funktioniert das einfach so? Ey, sorry, an das Gameplay, da muss ich mich jetzt erstmal ganz kurz wieder gewöhnen. Geht das so, ja? Tatsache. Dann nimm das bitte. Und dann switchen wir wieder zu Bernhard. Und dann geben wir ihm noch eine kleine andere Sache. Und zwar, nee, den Zettel. Den... Schmeißen wir noch rein. Wobei ich glaube. Ich glaube in der Remastered. Ups. Ich glaube in der Remastered-Version geht das sogar schneller. Ich nehme den jetzt erstmal. Beim nächsten Mal probieren wir das dann mal anders. Ich glaube, das geht hier in der Remastered-Version schneller. Sodass man die direkt hier im Inventar auf den Knopf drücken kann. Da.
und das dann versendet. Ich glaube, das ging hier so. Ich bin mir da aber nicht mehr zu 100% sicher. Ich meine, sowas in der Art gelesen zu haben. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Und noch ein Stückchen höher. Und noch ein Stückchen höher. Und noch ein Stückchen höher. Ho, ho, ho. Kühe umgeworfen. Polizei staunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. So, damit sind wir jetzt, wie man unschwer erkennen kann, im oberen Stockwerk. Und gehen erstmal hier rein. Schlafender Kongressteilnehmer und ein Telefon, ein Pulli. Was haben wir hier noch so? Ich glaube, man kann auch, ja, so kann man hier highlighten, was es alles in dem Raum gibt. Wir haben ja also auch noch einen Massagefingerzahlschlitz. Könnten wir zum Beispiel einen Groschen einwerfen. Oder wir haben hier mit einer Beobachtungskamera. Wir haben aber, wie gesagt, noch den Fernseher. Und das ist jetzt erstmal mein Ziel, denn den drücken wir jetzt an. Das klappt nicht. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. So. Und mit der, also damit, dass wir ihn jetzt halt nochmal benutzt haben und eben ausgemacht haben. Haben wir eine Trophäe bekommen. So. Und hier hinter der Tür, hier sieht man übrigens, diese Tür sieht man hier. Hier hätte man eigentlich die Trophäe bekommen müssen. Mit Schließe eine Tür, denn auf dem Trophäenlogo, das kann ich ja mal ganz schnell zeigen, auf dem Trophäenlogo dieser Trophäe, ist recht weit hier, ist nämlich genau diese Tür abgebildet, wie man da sieht. Tada! Aber wir haben sie halt hier unten am Office schon bekommen. Ist ja auch nichts dabei. So, zurück ins Spiel. Wir nehmen uns die Schlüssel hier natürlich mit, die da schon so obvious hängen. Und Tür wieder auf und tschüss. So, wir schauen uns jetzt erstmal in der nächsten Tür um. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Hier, ne? Hier gibt es ja möglicherweise so ein paar Sachen, die man so kriegen kann. Hier haben wir Tür W, hier haben wir Tür R, hier haben wir Tür F. Ob das irgendwas zu bedeuten hat, weiß ich gerade gar nicht. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Keine Sorge. Irgendwann bringe ich den echte Knarre. Wir nehmen aber erstmal seine Zaubertinte. Die ist nämlich durchaus interessant für uns. Wir könnten noch mit ihm reden. Sollen wir das einfach mal machen? Hallo. Hallo, ich bin Bernhard. Hallo, wer bist du? Ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, das ist deprimiert. Achso, brauche ich gar nicht vorlesen, weil der sagt das jetzt. Deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ähm.
Na okay, okay, vielleicht. Vielleicht lass ich dich nicht aufweitern. Keine Sorge, ich würde nur wieder depressiv werden. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Gut. Jetzt gehen wir erstmal in unser Inventar. Und wir haben jetzt gerade die Zaubertinte bekommen. Und die werden wir jetzt erstmal verbinden. Oh Gott. Benutzen mit dem Tippex. Oh. Schade. Und dann implodiert das Universum. Ja, ich wollte nur kurz zeigen, dass man damit eine Trophäe bekommt. Dafür, dass man diese beiden Dinge miteinander benutzt, wie man noch da gesehen hat. Ich weiß gerade gar nicht, ob man die Trophäe... Moment, das will ich jetzt mal ganz kurz checken. Und danach gehen wir rechts weiter. Das war doch... Doch, das... Jetzt bin ich mir gerade unsicher, wofür genau man die Trophäe bekommen hat. Ich wusste, dass ich das machen muss, um die Trophäe zu bekommen. Ich habe vorher die ganze Trophäenliste mir angeschaut und mir dann eben kleine Notizen gemacht, wann ich was machen muss, für die man halt nicht automatisch während der Story bekommt. Aber die Notiz dazu finde ich gerade einfach nicht. Hier. Ja, versuche Zaubertinte mit Tippex. Also habe ich doch... Ich war jetzt gerade für einen Moment verwirrt. Dachte, das bekommt man doch nur dafür, ne? Nicht einfach nur für Gegenstände miteinander kombinieren. Alles gut. Dann gehen wir hier weiter. In die Tür mit dem F. Hallo? Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Ja, brauche ich leider wieder nicht vorlesen. Was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Also wirklich, das ist so bescheuert, dieses Spiel. Aber ich liebe es. So. So, hier sehen wir einen An-Ausschalter. Den benutzen wir jetzt auch, beziehungsweise drücken, wie auch immer. Wow,
Das ist laut. So, die Sache ist, wir können jetzt hier rausgehen. Und haben dieses Lied hier jetzt im Hintergrund. Aber die Sache ist, das wollen wir jetzt auch so lassen. Dieses, also ich glaube, das Lied wird sich noch ändern. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Es gibt eine Trophäe dafür, dass wir die Stereoanlage jetzt bis zum Ende des Spiels nicht ausmachen. Ja. Und deswegen gehen wir zurück, ohne das auszumachen. Reicht die Musik bis hier oben? Ja, okay, dann wird die Musik jetzt halt hier im Haus kommen, aber halt in der Vergangenheit und Zukunft nicht. Das ist dann halt hier jetzt das Hintergrundlied. Ja, damit müssen wir uns jetzt zurechtfinden. Ich mache jetzt noch diese Tür auf. Aber das war's dann erstmal für den Part. Was uns da drin erwarten wird und wie wir dann weitermachen, das schauen wir uns dann an. Aber das war's jetzt, wie gesagt, erstmal. Wir sind jetzt hier im dritten Stock mittlerweile. Das Haus ist ein bisschen höher, wie man sich vielleicht denken kann. Und im nächsten Part werden wir uns dann an Manic Mansion setzen. Wir werden erst noch ein bisschen was hier machen. Und dann, wie gesagt, wenn wir das dann noch schaffen, ich denke bzw. hoffe schon, dass wir das dann noch schaffen, machen wir den Manic Mansion Teil. Dabei muss ich mir allerdings ein Walkthrough hinlegen, weil das kenne ich nicht, das habe ich damals nicht gemacht. Beziehungsweise nicht gesehen, das habe ich nie gesehen. Ich wusste nicht mal, dass man das hier spielen kann, bis ich das kürzlich gelesen habe. Und das muss ich dann mit Walkthrough machen, aber da bekommt man, wie gesagt, zwei Trophäen für. Deswegen müssen wir das machen. Ja. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder von Let's Play A Day of the Tentacle Remastered für die PlayStation 4. Bis dann und ciao.